Pariser Autosalon und Sie haben etwas mitgebracht. Fangen wir doch erstmal damit an. Was ja, steht dahinter Ihnen? Schön wieder in Paris zu sein, Stadt der Liebe. Hier kann man sich verlieben und zwar in dieses Auto. EQE SUV, das ist unser neues vollelektrisches SUV in der Full-Size SUV-Klasse. Sie haben jetzt 4 Autos schon auf der EFA 2 Plattform. Was können wir denn da noch vielleicht erwarten als nächstes? Ja, wir haben ja mit dem Flaggschiff EQS angefangen und diese Technologie mit dem fantastischen Hyperspring futuristischen Design, super Reichweite, das übersetzt sich auch jetzt in den EQE SUV. So, jetzt ist die Familie zunächst einmal voll und dann müssen wir mal gucken. Wollen Sie nicht verraten? Nee, warten wir mal ab. Okay. Sie haben ja auch noch ein EQXX im Laufe dieses Jahres gezeigt und da sieht man 2,85 Meter Radstand, alles ein bisschen kürzer. Können wir denn da schon ein bisschen vielleicht in die Zukunft schauen und mal gucken, ob es etwas Kleineres geben wird künftig als ein EQE? Absolut, mit dem EQXX wollten wir zeigen, was überhaupt technisch geht. 1000 Kilometer auf einer Ladung und zwar unter realen Bedingungen, das ist unglaublich. Und die Technologien, die wir in diesem Forschungsauto entwickelt haben, das ist nicht Zukunftsmusik in 10 Jahren, sondern in den nächsten 2 bis 3 Jahren werden in der Tat neue Elektroautos von Mercedes auf der Straße sein mit dieser Technologie. Lassen Sie sich überraschen. Das heißt, es darf auch gern ein bisschen kleiner werden bei Mercedes. Es gibt ja viele Geschichten zum Thema, Sie wollen gerne den Luxus auch zu Mercedes zurück. Der Stern soll strahlen. Wir wollen aber natürlich auch irgendwie gerne alle ein bisschen partizipieren und vielleicht auch Leute haben, die vielleicht nicht ganz 100.000 Euro für ein Auto ausgeben können. Mercedes war schon immer diese perfekte Mischung zwischen Innovation, Technologie und dem modernen Luxus. Aber in diesem Entry-Segment, klar, da haben wir ein paar Ideen. Und die nächste Architektur, die kommt so gegen Ende 2024, das sind Hightech-Autos, ästhetisch wunderschön, aber auch etwas kleiner als das, was wir hier sehen. Und vielleicht auch ein Tick günstiger. Ein Tick günstiger. Gut, dann viel Spaß in Paris. Vielen Dank. Vielen Dank. Und einen schönen Abend. Danke. Okay.